Hallo und herzlich willkommen zur etwas anderen Jugendverkehrsschule, heute hier am Übungsplatz in Niederschein in Pfaffenhofen. Ich darf mich erstmal vorstellen, mein Name ist Konstanze Reger, ich bin die Verkehrserzieherin in Pfaffenhofen und ich darf die Viertklässler, also euch liebe Kinder, in der Jugendverkehrsschule ausbilden. Tja, leider mit Corona fällt es ja jetzt flach bei einigen Schülern, drum ist das kleine Videoclip heute hier da, dass wir euch das Wichtigste kurz sagen. Ihr seid herzlich eingeladen, das euch anzuschauen, aber nicht nur die Kinder, bei denen die Jugendverkehrsschule ausfällt, sondern alle Kinder auch nochmal zum Auffrischen. Aber auch die Eltern dürfen dabei sein, Großeltern, jeder, der sich's gerne anschauen möchte. Ja, bei dem schönen Wetter wollt ihr natürlich alle mit dem Radl rausfahren. Ist auch eine super Sache. Fangen wir mal an. Was braucht man eigentlich alles zum Radlfahren? Da steht schon hinter mir ein Fahrrad. Jetzt muss dieses Fahrrad verkehrssicher sein. Was zählt nun zu den verkehrssicheren Sachen für ein Fahrrad? Wenn wir uns das Fahrrad hier mal anschauen, ist ganz wichtig, wir brauchen ein Licht. Das haben wir hier vorne, das Licht. Nicht nur das Licht ist da, sondern auch noch bei diesem Modell ein integrierter Reflektor. Das haben wir auch hinten vom Fahrrad. Da haben wir auch das Rücklicht und auch den Reflektor. Der Reflektor, falls ihr jetzt gerade nicht wisst, was das bedeutet, das ist quasi wie das hier bei den Pedalen. Das leuchtet zurück, sobald ein Licht drauf leuchtet. Also wir haben separates Licht, aber auch so Reflektoren, die zurückstrahlen, sobald ein Autoscheinwerfer zum Beispiel draufkommt. Damit ihr immer gut erkennbar seid, haben wir das aber nicht nur an die Pedale, sondern auch bei dem Modell hier seht ihr hier einen kleinen Streifen im Fahrrad. Den nennt sich Reflektorstreifen. Wenn ihr das nicht im Fahrrad drin habt, könnt ihr auch Katzenaugen, also quasi so orangene Reflektoren, in die Speichen reinklippen. Noch wichtig ist dazu, damit ihr immer auf Gefahren aufmerksam machen könnt, eine helltönende Klingel. Und dann habt ihr eigentlich schon ein verkehrssicheres Fahrrad. Ja, jetzt haben wir geschaut, dass unser verkehrssicher Fahrrad ist. Jetzt ist auch noch das Equipment für uns selber wichtig. Eine Helmpflicht besteht nicht, aber euer Kopf ist nicht ersetzbar. Fahrrad kann man wieder ersetzen, wenn es kaputt ist. Euren Kopf nicht. Deswegen unsere große Bitte an euch, setzt einen Helm auf. Und auch hierbei ist wirklich wichtig, wenn ihr einen Helm aufsetzt, dass dann auch richtig aufsetzt, damit er euch auch wirklich schützt. Wichtig ist hierbei, dass er vorne nicht nach oben absteht, hinten fest ist. Ihr könnt es meistens über ein Rädchen noch drehen, den Verschluss noch zumacht, schaut, dass ihr hier ein bisschen Luft drunter habt und schon habt ihr den perfekten Schutz für euren Kopf. Ja, ihr seht schon, sehr hell der Helm, der ist aber auch mit Absicht so hell, weil ihr müsst gesehen werden. Wichtig ist nämlich die Sichtbarkeit beim Fahrradfahren. Drum ist es ja auch so wichtig, dass ihr Licht habt. Drum wäre es auch wichtig, falls ihr kein Fahrrad habt, wo das Licht schon integriert ist wie hier, dass ihr es wirklich nachrüstet und auch die Reflektoren. Weil ihr seht jetzt mich von der Uniform, am besten den Helm. Wenn ihr so dunkel gekleidet seid, zieht am besten noch eine helle Jacke an oder wer nicht so eine große, helle, leuchtende Jacke hat, kann auch einfach eine Warnweste drüber ziehen. So werde ich auch gesehen und so kann der Autofahrer dann auch stehen bleiben. Ich vergleiche das immer mit dem Weihnachtsbaum im Winter. Passt zwar zur Jahreszeit nicht, aber wenn der Weihnachtsbaum nachts beleuchtet ist, seht ihr ihn richtig gut. Ist er nicht beleuchtet, kann man ihn nicht sehen. Und so sieht euch der Autofahrer. Seid ihr schwarz angezogen, habt kein Licht, kann der Autofahrer nicht anhalten. Seid ihr gut sichtbar? Mit Licht kann der Autofahrer auch für euch anhalten. Ja, Fahrradhammer, wir sind auch passend ausgestattet. Jetzt können wir loslegen. Einfach so auf die Straße fahren geht natürlich nicht. Was müssen wir zuerst alles beachten? Stellt euch vor, hier ist mein Zuhause, die Hofeinfahrt, da ist die große Straße. Ganz wichtig ist, ich muss immer auf den fließenden Verkehr achten. Das heißt, dazu können die Autos, aber auch andere Radfahrer oder Fußgänger, Spaziergänger, Jogger, alle, die dort schon unterwegs sind, haben erstmal Vorrang.
Also, ich schiebe an den Fahrbahnrand, schaue erstmal, ob jemand kommt. Dann möchte ich so lange starten. Das heißt, ich muss die Straße überqueren, weil es gilt ja ein Rechtsfahrgebot. Das heißt, ich darf nur auf der rechten Seite fahren. Hierbei muss ich natürlich dann noch deutlicher darauf achten, dass ich keinen kreuze, sondern alle vorbeifahren lasse. Auch hier schiebe ich dann wieder ganz weit rechts an den Fahrbahnrand, dass ich möglichst weit weg von der Straße bin. Setze mich auf den Sattel. Jetzt schaue ich mich nochmal ganz deutlich um. Ihr habt gesehen, ich habe komplett nach hinten geschaut. Das nennt sich auch Schulterblick, was ich mache. Viele verwechseln das leider mit dem Blick auf die Schulter. Der ist hier natürlich nicht gemeint, weil meine eigene Schulter kenne ich ja, die bringt mir hier nichts. Ich muss wirklich ganz deutlich nach hinten schauen. Ich möchte ja sehen, ob ein Autofahrer kommt oder ein Radfahrer. Wenn niemand kommt, gebe ich ein Handzeichen, weil ich damit dem Autofahrer sage, ich möchte losfahren. Und dann kann ich auch schon in die Pedale treten. Wir haben ja gerade festgestellt, ihr sollt immer am rechten Fahrbahnrand fahren. Nicht nur ist es wichtig, dass ihr am rechten Fahrbahnrand fahrt, sondern dass ihr auch genügend Abstand haltet. Das sind 3 Fahrradlängen. Wenn ihr also mit Freund, Freundin unterwegs seid, Mama, Papa, Oma, Opa, lasst immer 3 Fahrradlängen Abstand. Wieso? Haben wir hier dargestellt. Die 3 Fahrradlängen ist ungefähr eine Autolänge. Stellt euch vor, ihr fahrt genau hintereinander, jetzt überholt euch ein Auto und dann kommt Gegenverkehr. Dann muss das Auto rüberziehen. Somit würde es euch erwischen. Habt ihr 3 Fahrradlängen Abstand, kann das Auto noch einschwenken. So, hier haben wir leider schon das erste Problem. Wir sind jetzt gestartet, sind losgeradelt. Nur hoppla, wir haben hier eine Einmündung und ich weiß nicht, wer zuerst fahren darf. Es sind keine Schilder da, nichts sagt mir, wer fahren darf. Ladies first gilt leider nicht. Also gibt's rechts vor links. Das bedeutet, wenn ihr auf eine Kreuzung zukommt oder auf eine Einmündung, wo ihr nichts seht, keine Ampel, keine Schilder oder vielleicht auch keinen Polizisten, dann wisst ihr, der von rechts kommt, darf zuerst fahren. Für die, wo sich noch ab und zu schwer tun, rechts und links zu unterscheiden, kleiner Tipp, Radlhandschuhe anziehen, aber nur an der rechten Hand, dann wisst ihr immer, wer zuerst fahren darf. In meinem Fall habe ich hier niemanden, das heißt, ich darf wieder durchstarten. Im vorherigen haben wir gesehen, hier ist eine Einmündung. Ich muss immer darauf achten, was gilt. Da hat rechts vor links gegolten. Jetzt gilt es nicht mehr, denn wir haben Verkehrsschilder. In dem Fall habe ich Vorfahrt gewähren. Das bedeutet, ich muss stehen bleiben, wenn jemand kommt. Im Straßenverkehr ist es einfach für euch. Schilder mit Rot bedeuten immer, ich muss ganz fest aufpassen. Umso mehr Rot ist es dann immer umso gefährlicher. Also ihr müsst, wenn jemand kommt, stehen bleiben. Wenn keiner kommt, dürft ihr fahren. Das ist das Gegenstück zu dem Vorfahrtgewehren, was wir ja gerade beachtet haben. Das hängt nämlich hier drüben. Das heißt, wenn ich stehen bleiben muss, darf der hier fahren. Ihr könnt es euch auch ganz einfach merken, Spiegelei gibt Vorfahrt frei. Denn es sieht aus wie ein Spiegelei und hungrig stehen zu bleiben müssen, ist ja nie gut. Deswegen könnt ihr euch vielleicht das merken, Vorfahrtstraße bedeutet immer, ihr dürft fahren und müsst nicht stehen bleiben. Jetzt haben wir doch schon einiges durchgemacht, angefangen von was braucht man? Also was ist ein verkehrssicheres Fahrrad? Auf was muss ich noch achten? Wie starte ich richtig? Auf was muss ich achten? Auf den Mindestabstand und auch schon die ersten Verkehrsregeln gelernt. Im nächsten Clip
beschäftigen wir uns mit dem gefährlichsten, aber auch mit dem wichtigsten Thema, und zwar dem Linksabbiegen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bleibt bis dahin gesund. Auf Wiedersehen.